Jodi. 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 Ja, dafür, dass hier eigentlich Quetzalcoatlus Tempel sein sollte. Au. Okay. Gut. Ist das der Tempel, den wir zerstören müssen? Hat wohl nicht so ganz den Anschein. Das sieht ja aus wie der Tempel, den wir zerstören müssen. Das war er auch immer noch nicht, okay. Oh, da ist jemand zurückgeblieben. Okay, da hängt jemand fest. Was? Bjarnis Onkel Quetzalcoatl? Wir hatten gesiegt. Der Tempel des Regengottes war gefallen. Als die Anhänger des Kultes dies sahen, verließ sie der Mut und sie streckten sogleich ihre Waffen. Ihr Gott, so musste es für sie scheinen, hatte sie verlassen. Quetzalcoatl war geflohen. Was die Mayas nicht wussten, während des Kampfes hatte ich ihn gesehen. Für einen kurzen Moment hatten sich unsere Blicke berührt und ich hatte ihn erkannt. Und in diesem Moment war mir die ganze Wahrheit mit einem Schlag bewusst geworden. Der angebliche Gott und seine schreckliche Garde waren keine Wesen aus dem Reich der Götter, nein. Sie waren vielmehr Menschen aus Fleisch und Blut. Genau wie wir. Es waren Wikinger. Der Mann, der Chaos und Zerstörung über dieses fremde Land gebracht hatte, war niemand anderes als mein eigener Onkel, den wir vor 2 Jahren während unserer Suche nach den Sonnensteinen hatten zurücklassen müssen und seither verloren glaubten. Hätte ich ihn nicht mit meinen eigenen Augen gesehen, ich hätte es niemals geglaubt. All die Trauer um ihn und die Tränen, die ich für ihn vergossen hatte, wandelten sich nun in Zorn. Nur aus Gier nach Gold und Macht hatte er ein ganzes Volk verblendet und so viele Menschen ins Unglück gestürzt. Die Worte des alten Schamanen ergaben plötzlich einen Sinn.
Ich musste ihn finden, denn solange er in Freiheit war, würde er weiterhin Unheil anrichten. Ja, damit haben wir die Mission erfüllt. Yay. Das heißt, zurück zum Hauptmenü. Ja, das Spiel wirft uns wieder ganz ins Hauptmenü, also zurück zur Rache des Regengottes. Oh, jetzt ist die ganze Karte auf einmal aufgedeckt. Ja, hi. Ja, ich mag die kleinen Gimmicks. Ja, Tag der Entscheidung. Die Wikinger stellen den Regengott im Sumpfland. Quetzalcoatl, von dem wir jetzt wussten, dass es mein verschollen geglaubter Onkel war, hatte während der Schlacht um den Tempel des Regenkultes entkommen können und sammelte nun seine verbliebenen Anhänger, um im Süden eine neue Armee aufzustellen. Wir durften also keine Zeit mehr verlieren, wenn wir seiner habhaft werden wollten. Glücklicherweise hatten wir im Süden das Drachenschiff gefunden, mit dem mein Onkel einst an dieser Küste gelandet war. Zwar war es beschädigt, aber wir brauchten nur wenige Tage, um es zu reparieren. Während sich eine kleine Gruppe um die Verwundeten auf beiden Seiten kümmerte, brachen wir mit einer Handvoll ausgewählter Männer und Frauen auf, um den falschen Regengott daran zu hindern, noch mehr Leid über dieses Land zu bringen. Einige Tage später landeten wir an einer entlegenen Küste, wo es den Berichten unserer Verbündeten zufolge eine alte Tempelanlage mitten in einem ausgedehnten, unzugänglichen Sumpfgebiet geben sollte. Der ideale Ort für meinen Onkel und seine dunklen Machenschaften. So standen wir nun mit unserer kleinen Schar tapferer Helden einer gewaltigen Streitmacht entgegen, weit entfernt von all unseren Verbündeten. Hier nun würde sich alles entscheiden. Ja, vernichte Quetzalcoatl. Mhm. Gut. Ja, so ist es wieder besser. Ich habe sehr viele Zivilisten. Dann wirst du mal Kundschafter. So, und ich weiß schon mal nicht, ob wir hier Fische im Umland haben. Ja, haben wir. Okay, also ein Fischerzelt. Oh,
Quetzalcoatl, von dem wir jetzt... Ja, Tag der Entscheidung heißt die letzte Mission, okay. Ja, und ich muss in der Mission halt schon mal ganz anders anfangen. Nämlich damit, dass mir mein Hauptlager eigentlich nichts bringt. Sondern ich von Anfang an ein Vorratszelt brauche. Ja, ich weiß, dass Torwald nichts zu tun hat. Also ja, wir können schon mal mit einem Jägerzelt hier und einem Holzfällerzelt hier beginnen. So, und ein Vorratszelt hier. Und ein Bauernhof. Hier, würde ich sagen. Deswegen verschieben wir auch das Jägerzelt mal. Nach hier. Ups. Bringen wir euch auch alle erstmal nach da oben. Ja, und du hast Bauarbeiter erfunden. Telekinesis bauen, das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, was ich gerade jetzt bräuchte, wäre Lehm. Oh, meine Gebete wurden erhört. Lehm, Eisen und Stein, alles auf derselben Fleck. Ja, wie?